Nach der pandemiebedingten Absage der Olympischen Spiele 2020 hatten wir in VDK-TV mehrere Paralympioniken gefragt, wie sie mit der ungewohnten Situation zurechtkommen. Nun hat das nervenaufreibende Warten tatsächlich ein Ende. Die Olympischen Spiele und die Paralympics finden in Tokio statt. Mit dabei der deutsche Para-Tischtennis-Star und frisch gebackene Gewinner der Champions Trophy, Tom Schmidberger. Für VDK-TV hat Sebastian Heise, das VDK-Mitglied, gefragt, ob sich die Vorfreude auf die Spiele über die lange Durststrecke hinweg erhalten hat. Hallo Tom, willkommen hier im Gespräch mit VDK-TV. Ja, hallo, ich freue mich heute hier zu sein und bin schon sehr gespannt auf die Fragen. Wie ging es Ihnen mit der Verschiebung der Paralympics in Tokio? Ja, die Verschiebung war ziemlich hart. Also das sind wir alle oder ich insbesondere schon in ein Loch gefallen. Das waren keine guten News und ich war auch wirklich ein paar Wochen echt unruhig und wie geht's so weiter? Und ja, war keine schöne Zeit damals. Jetzt ist es für mich aber so, jetzt habe ich das schon mal erlebt, dass es verschoben, abgesagt, wie auch immer wurde. Jetzt ist man vom Mindset her ein bisschen besser darauf eingestellt. Ja, jetzt weiß man um die Situation, man weiß um die Brisanz, man weiß auch um das Risiko natürlich und man kann damit umgehen und man kann es ein bisschen einschätzen. Nach den Erfahrungen bei den Paralympics 2012 und 2016 fehlt diesmal vielleicht die Vorfreude? Das würde ich nicht sagen. Also gerade mit der Verschiebung, die Sportler, man lebt ja als Sportler immer so ein bisschen im Vierjahreszyklus. Jetzt wurde es schon ein Jahr nach hinten verlegt. Ich glaube, man hat das mittlerweile angenommen. Ja. Am Anfang wurden sehr viele Karriereenden erwartet. Das gab es ja nicht, weil viele einfach die Situation angenommen haben. Da kam dann auch der Ehrgeiz wieder durch und so, ja, jetzt schon ein Jahr später, aber dann jetzt erst recht. Jetzt will ich es dann erst recht allen zeigen. Ich glaube nicht, dass das mit der Vorfreude, dass die da geringer ist. Nur die Spiele an sich werden einfach anders sein. Ja? Zuschauer fehlen, das Drumherum wird anders sein. Aber ich glaube nicht, dass das von der Vorfreude viel wegnimmt. Wie ist denn die Stimmung innerhalb des Teams? Die Stimmung im Team ist gut. Ja, wir sind durch die Pandemie nochmal extremer zusammengewachsen, weil man eben viel Flexibilität für Trainings und Lehrgänge an den Tag legen musste. Die Stimmung im Team ist gut, das passt, wir sind harmonisch, wir sind enger zusammengerückt ein Stück weit durch das Ganze und das ganze Team wird bereit sein, ja. Mit welchen Herausforderungen rechnen Sie in Tokio? Ja, der größte Konkurrent ist auch der Titelträger der letzten beiden Spiele, das ist ein Chinese. Das wird so mein größter Konkurrent sein. Ich werde an zwei gesetzt sein, das ist, glaube ich, auch schon fix, weil ja keine Turniere stattfinden, wo sich die Weltrangliste und die Setzliste noch ändern könnte. Aber ja, auch mein Teamkollege ist die Nummer 3 der Welt, direkt hinter mir, darf man nie unterschätzen. Von daher auch immer heiße Duelle, wobei ich da immer leicht die Nase vorne hat. Da habe ich die letzten Matches immer gewonnen. Dann gibt es noch einen guten Franzosen, den man auch immer auf der Rechnung haben muss. Und der Rest ist eine Wundertüte. Gibt es noch einen Beruf neben dem Sport? Ich bin jetzt Vollzeitsportler, weil ich eben ein Typ bin, wenn ich was mache, mache ich das ganz und nicht halb. Und wenn ich nebenbei arbeiten würde, würde ich halb arbeiten, halb Sport. Und das ist nicht mein Ding. Dann könnte ich mich auf nichts wirklich konzentrieren. Und dann wäre ich aber auch international nicht mehr konkurrenzfähig auf dem Niveau, auf dem ich sein will. Also wenn ich nebenbei arbeiten würde, es gibt natürlich Sportler, die müssen nebenbei arbeiten aus wirtschaftlichen Gründen. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Und deswegen habe ich den Luxus, mich auf den Sport zu fokussieren. Und werde das so lange machen, wie ich das so kann.